Sehr gut. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch, der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Tja, ist halt willkommen wieder zu seinen Jobs. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir suchen nämlich das Abenteuer. Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die echten Wachen ja immer gute Gesellschaft. Tja, Weg durchs Gras. Eine aus dem Boden ragende Statue. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Da steht... Zum Pfadbaum. Wie seltsam. Bei uns heißt der genauso. Tja, wenn wir mal hingehen. Das hohe Gras. Geh nicht ins hohe Gras. Da könnten wilde Pokémon dauern. Ui. Wo sind wir jetzt gelandet? Hier sind wir jetzt gesagt geworden. Okay, ja. Interessant. Oh, dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. Die Mauer. Weg zurück zum Portalbaum. Nee, da wollen wir nicht hin. Hier gibt es auch eine Eulenmauer. Wie bei mir zu Hause. Ja, ganz über dir zu Hause. Verblüffend, diese Ähnlichkeit. So, hier lang. Ui, na, wer bist denn du? Humbert. Ich hab vielleicht Hunger. Halt, wer schreit dort? Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Was, ich bin doch kein Wiesel. Ich kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig, was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Daubtaler. Jetzt. So viel ein Wegelagerer. Oh je. So viel kostet die Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir, das ist wahr. Tja. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein äußerst Ach, die Kind. Anja. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Also Ach, und der ist es, der, wie sollen wir denn der Kandidat, von dem sie schon geredet hat. Gut, gut. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut, Wucher. Du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt? Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Oh wei. Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Nicht? Ich bin zu gutmütig. Ich nicht. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen. Ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten. Um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Stock. Nee. Nicht. Ich würde es gerne mal... Können wir nicht. Na komm, kleiner Wegelagerer. So geht das nicht. Mit Geld bezahlt man hier. Und zwar dreistellige Beträge. Lass mich doch nicht so lange warten. Ich krieg schon wieder Hunger auf was Süßes. Hochbegabt also. Der kleine Wegelagerer. Das sieht aber nicht lecker aus. Hast du nicht was Süßes? Nachtisch? Nachtisch, wieder Kleine. Ich hab'n Lolli. Wie wir
wäre es, wenn ich dir anstatt der horrenden Bautgebühr diesen wunderschönen, kreisrunden, zuckersüßen, riesengroßen Dauerlutscher gebe? Ein guter Jahrgang, wie ich sehe. Sicher süßlich und sehr bärig im Abgang. Aber was ist dieser Nachgeruch? Was ist dieser Gestank? Nein, da kann ich mich unmöglich irren. Ist das ein zuckerfreier Dauerlutscher? Vielleicht. Das ist viel zu gesund. Ja. So etwas esse ich nicht. Verdammt. Nur weil er zuckerfrei ist, glaube ich nicht, dass er wirklich gesund ist. Darauf falle ich nicht herein. Stimmt auch, genau. Ich muss wohl einen Weg finden, etwas Zuckrigeres zu finden. Überschütten wir ihn mit Zucker. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld-, Wald- und Wiesenbach. Na, die sieht doch ganz stabil aus. Aber der Graben darunter ist ganz schön tief. Zumindest, wenn man so klein ist wie ich. Gruppe von Statuen. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Aha. Wenn ich groß bin, werde ich dreimal am Tag nur Nachtisch essen. Ja. Da drüben sieht es echt super interessant aus. Leider steht mir dieser kleine Halunke im Weg. Kann man nicht einfach trotzdem lang gehen? Einfach dran vorbeirammeln. Patatatatz. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld-, Wald- und Wiesenbach. Na dann, erstmal wieder zurück. Hier ist erstmal kein Durchkommen. Weg über Baumwurzel. Versuchen wir es mal dort. Und dann nach dort. Ich bin gespannt. Oh. Es ist doch Privatbesitz. Schöner Garten. Nur gucken. Nichts anfassen. Ja, ja. Ein Partygast. Hallöchen. Hey, Sie. Alles in Ordnung? Klingt nicht so. Aha. Schüsse mit Abwasch. Aha. Nein. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Klar meditierst du. Mürrischer Gartenbesitzer. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Ist klar. Da heißt eine mürrische Gartenbesitzer. Hat gar keinen Namen. Ich nenne ihn mal Erik. Einfach so. Das ist mir gerade eingefallen, der Name. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Aha. Ich hab dem jetzt einfach mal den Namen Erik gegeben. Ist mir einfach so eingefallen, das ist ja. Ich dachte, das ist ein ganz interessanter Name. Das sind aber viele Briefkästen in unserem. Okay, sagst du bereits. Garten der Hasenfamilie. Schöner Garten. Das ist Privatbesitz. Ist ja gut. Gut, Steinplatte. Hübsche Steinplatte. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Tja, an wen sie wohl denkt. Halbe Statue. Wir brauchen neuen Blausaft. Das Tja, brauchen wir. Das Fass ist wohl leer, aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Einfach mal klauen. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Nur noch einen Mund. Sehr traurig. Ui, die Igel. Ach, die, mit denen sollten wir doch reden. Das Blattboot. Da
ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Eine Krähenstatue. Seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Vielleicht erst seit neuestem. Ein Kürbis. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Tja, stimmt. Schriftbanner. Das ist wohl Teil einer großen Windmühle gewesen. Schreinerei der Igelbrüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Ach je. Haus am Fuß des Baumes. Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Es schmeckt wie Holz. Ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Interessant. Baum. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel über Mauswald. Nur grüner und baumiger. Na, sehr gut. Wow, was für ein großes Blatt. Das ist ein Blattboot für Herrn Spitzweg. Leider sind wir noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Ach so. Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Aber Herr Spitzweg. Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu in Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das sollten wir tun. Das würde uns sehr helfen. Seltsame Tür. Hitze, Ratze. Hübsche Segel. Seltsam. Und verschlossen. Seltsamer Briefkasten. A. Molina. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Das war bestimmt ein Grünhut. Soll man damit jemanden rufen? Versuchen wir es doch mal. Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Er ist rund und groß und orange. Und hat einen Schornstein drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Ein Schornstein. Hübsche Säge. Hast du auch was gehört? Ja. Kürbisse. Na dann. Hier kommen wir noch lang. Das war bestimmt ein Grünhut. Oh, hallo. Wir führen uns ja in ganz andere Sachen, an ganz andere Dimensionen. Ah, da hinten ist die Stadtmauer. Zugewachsenes Wandbild. Aha. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Tja, vielleicht der Hase. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drinnen über seine Bücher laufe. Tja. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Und links. Eine merkwürdige Kristallstatue. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Aha. Anfassen können wir es nicht. Okay, vielleicht können wir mit dem Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Sehr schade. Das Plakat können wir doch bestimmt. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Tja,
dachte, er könnte es damit vergleichen und vielleicht Ähnlichkeiten haben. Riesige braune Pilze. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Was? Pilze sind doch lecker. Ich mag Pilze. Herr Kaninchenmaus. Herr Kirchenmaus. Ich Kaninchenmaus. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und Sohn. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was Sie schon immer haben wollen, werden und brauchen werden. Was kostet mich der Spaß? Wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Haben Sie Actionfiguren? Superhelden und so? Wie steht es mit einer authentischen Nachbildung vom unknackbaren Nussmann? Nicht schlecht. Der Typ des Helden meiner Jugend. Sein Kopf eine Nuss, sein Bauch eine Nuss, der Rest ist auch eine Nuss. Unknackbarer Nussmann. Das klingt nach einem einfachen Kastanienmännchen. Ja, aber sie ist noch in Mint-Condition. Der Wert verringert sich mit jeder Berührung. Sogar mit Luft. Aber ich will doch damit spielen, wenn ich es kaufe. Spielen? Nein, ich glaube, es steht sowieso nicht zum Verkauf. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du selbst Kindern den Zugang zu wertvollen Spielzeugen verwehren. Junior? Ist bestimmt ganz begeistert. Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Da bin ich mir gar nicht sicher. Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Na, das freut mich doch für dich. Dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm. Den kann man immer gebrauchen. Den Faden an deine lustige, runde Münze. Falls man mal wieder den Faden verliert. Nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ. Danke. Der hochqualitative roten Faden habe ich hier auch. Ja. Soll dich bald zurückführen zu das ist der rote Faden in meinem Let's Play. Bedarf an schöne Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und so. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalminsel zur Ruhe setzen kann. Die Kokospalminsel. Aha. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Junior ist ziemlich schmecksam. Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Vor allem Zeugs. Und Zeugs. Du hast's erfasst. Ich hätte gerne ein bisschen von diesem Zeugs. Hallo, ich bin Jerry. Junior? Keine Antwort. Nicht sehr rätselig, der Junge. Junior. Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Das wird sein. Obwohl das Opferbot bei Glas und noch bei den... Sie reden lustig. Aber ja, okay, das hatten wir schon. Ich habe leider nicht genug Geld dabei. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Dinge, Sachen und Zeugs. Na, sehr schön. Oh,
Da sind wir also wieder. Und wie kommen wir zu den Zwergen? Die sollen uns doch irgendwas geben. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas war doch da. Fragen wir mal im Rathaus nach. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur? Ganz große Klassiker. Was ist denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen... Thematisch nicht nach Farbe. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich, so findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Oh, Modi spielt The Elder Scrolls 5. Die Höllenrollen 5. Jo. Da gibt's noch was. Nüsse mit Nüssen. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Sehr gut. Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte. Weil sie den Text vergessen haben. Kopfschmerzen. Uhu. Ich würde gern nochmal... Grünschnabel, weißt du, warum Bienen... Bitte. Ja, weil sie den Text vergessen haben. Marquis-Musik. Was genau soll ich jetzt tun? Das war die Frage. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. So will es die Tradition. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Mädchen. Die habe ich schon gefragt. Was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein, das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher und so ist es heute. Die Musik ist wirklich genial. War ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Jerry, nimm die Einladung. Eine Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Und wo finde ich den? Kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Oh, ein Zauber. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke den Zauber Rathaussuch am rechten Rand des Zauberstabes. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Großartig. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry.
Großartig. Na dann. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg. Muss ich mich mal rumfragen. Ratersuch, können wir dich mal ausprobieren? Jetzt nicht. Tja, stimmt's auch, ja. Können wir sie mal fragen, vielleicht hilft das uns weiter. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ja, den suche ich doch auch. Ich habe die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Oh, vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar... Ach ja, das mit dem Edgar, das hatten wir schon. Vielleicht können wir durch die Münze ein bisschen was gucken. Oh, interessant. Gehen wir den Weg zurück, den wir bereits gegangen sind. Überall nochmal durch die Münze gucken. Oh, da oben können wir noch was. Das zeigt uns an, womit wir agieren können. Da oben ist noch was. Ein heimlich großer Baum. Die ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Aha. Ja, okay. Interessant. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und schön, schön. Von den Kanonen der Mauswachen. Na dann. Hier also wieder. Enger kleiner Tunnel zwischen den Ozeanen. Zu passen, müsste man ungefähr halb so groß sein wie ich. Tja, wir brauchen einen Schrumpftrank. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift: Liebe Leute, lest. Ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest. Mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. Vielleicht auch nicht. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Ich frage mich, warum. Vielleicht können wir das hier reinstecken. Die ist antik, die muss man gut behandeln. Okay. Sind mit Buch. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Ah, okay. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Tja. Na dann gucken wir noch mal durch die Münze. Oh, da ist jemand. Ein kleines Wo, was? Männchen mit Hut. Oh, da. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen. Donnerbalken und Fliegenmissen. Ein Kobold. Ein Grünhut, meine ich. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Na klar doch. Oh. Na. Oh. Er ist in die Höhle verschwunden. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Aber das geht doch gar nicht. Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Aber wie das... den Kuchen davor stellen. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Schade. Das muss nicht... Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Tja. Aha. Baum. Kleine Fußspuren. Die Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Tja, da kommen wir erstmal nicht hin. Gehen wir zu den Jachtern zurück. Vielleicht kommen wir da ja ein wenig weiter.
Okay. Hier auch nichts. Ja, haben wir eigentlich alles schon untersucht. Tja, die arme trauernde Maus. Da wären wir wieder. Na dann. Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Und ja, schauen wir im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme, wie wir hier weiterkommen. Ja, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Man sieht sich in der nächsten Aufnahme, im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.